Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Fussel. Diesmal eine ganz andere Spieltechnik. Und zwar bin ich auf der PlayStation 4 unterwegs. Und natürlich erstmal direkt speichern. Ich habe mir eine Elgato geholt, womit ich besser aufnehmen kann, beziehungsweise ein bisschen mehr aufnehmen kann. Wie zum Beispiel jetzt hier Red Dead Redemption, was ich natürlich auf der PlayStation 4 habe, weil das Feeling mit Controller einfach wesentlich besser ist als auf dem PC. Und guckt euch doch diesen Blick hier an mit den Sumpfwäldern natürlich. Ich bin schon ein bisschen weiter, kann man sagen. Ob ich da jetzt auch ein richtiges Let's Play draus mache, ich denke eher nicht. Vielleicht ein paar coole Sachen, ein paar coole Tricks, was man machen sollte, was man machen kann, wie man Fälle herstellt oder allgemeine Sachen herstellt. Das könnte ich machen. Wenn euch dazu was einfällt oder ihr was von uns haben wollt, schreibt es gerne unten rein, wenn euch was interessiert. Zum Beispiel, wie man diese Taschen herstellt, wovon ich jetzt natürlich noch die Starttasche habe, weil ich es allgemein irgendwie noch nicht geschafft habe, was herzustellen. Oder allgemein, wo man am besten fischt. Sowas suche ich dann gerne für euch raus. Ich habe jetzt auch vor, mehr auf der PlayStation aufzunehmen. Sonst lohnt sich das natürlich nicht. Die Anschaffung der Elgato. Zum Beispiel könnten wir natürlich auch hier schön angeln. Stream werde ich natürlich auch machen. Aber das wird erst mit dem neuen Internet. Wann ist das? 17. 17.2. kriege ich das neue Internet und dann wird das klar gehen. Aber wir gucken mal, ob wir jetzt hier einen kleinen Fisch fangen. Fisch kriegen, aber richtig schön. Zack. Richtig da ganz hinten hinschmeißen. Das klingt doch gut. Klingt doch gut, vor allem. Oh, da ist uns gerade ein Fisch mal so eben in die Seite rausgesprungen. Ich bin mal gespannt, wie die Qualität so ist. Das ist jetzt noch nicht auf Maximum, weil ich hier noch nicht das gute Internet habe. Das wird noch ein bisschen besser. Es wird noch ein bisschen besser werden, weil ich dann natürlich auch größere Dateien hochladen kann. Ist natürlich klar. Mal gucken, was so die Zeit so bringt. So. Kommt denn hier auch mal ein Fisch? Hallo. Ich habe auch den falschen Köder genommen. Vielleicht sind hier gar keine Flussbarsche. Aber na? Kommt da jetzt einer? Scheint nicht gut auszusehen. Ich weiß auch gar nicht, ob dieses Schnur einholen währenddessen was bringt. Das ist eine Schlange. Und die soll mal bitte vom Leib bleiben. Die mag ich nicht. Hol wir mal die Angel rein. Machen wir mal einen anderen Köder ran. Ein muss ich hier mal. Ne, mit so ein Kettenhecht oder so ein Katzenwelt. Dann schmeißen wir den einfach mal vorne direkt rein. Das war vielleicht ein bisschen zu weit wieder gewesen. Ist noch eine Schlange. Sag mal, was ist denn hier los? Oh ja. Sehr schön. Guck mal, richtiger Köder. So, jetzt nicht abreißen lassen. Aber das ist ja hier direkt nebenan. Oh. Ist ja klein. Na gut. Dann lassen wir das auch mit dem Angeln. Ein Katzenwild. Wie groß ist denn der? 800 Gramm? Das ist doch gar nicht so klein. Obwohl. Na, das ist schon klein. So, nehmen wir mal die Angel wegpacken. So, wir können ja noch mal ein bisschen in der Gegend rumreiten. Hier, über die Brücke bin ich ehrlich gesagt gefühlt, glaube ich, noch nie geritten. Seitdem ich in diesem Haus wohne. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist sogar das Endhaus. Also die letzte Bude, sage ich mal. Ich finde es natürlich, eigentlich finde ich es ganz hübsch. Aber ich glaube, dass wir noch weiterziehen.
Und ich vermisse so ein bisschen bei Red Dead Redemption allgemein so dieses Individuelle von den Lagern. Weißt du, was ich meine? Wenn du zum Beispiel jetzt noch neue Hütten kaufen kannst oder das Haus so und so streichen kannst. Das wäre, glaube ich, nochmal eine coole Sache. Aber ich glaube, das machen die nicht. Kann man auch nicht verlangen. Bei so einem komplexen Spiel ist das sowieso schon Jammern auf hohem Niveau. Wie gesagt, das Spiel ist mega, kann ich nur empfehlen. Ja. Ich würde sagen, das war's dann auch schon mal erstmal mit der Folge. Ich nenne die einfach Red Dead Redemption PS4 Game Review, Angeln, was auch immer. Ich hoffe, euch hat das kleine Video trotzdem gefallen und ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Wer weiß, ob ich Red Dead Redemption wieder mache. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis dann. Tschüss.